So, etliche Tage später, ihr seht, ich habe mich doch umentschlossen. Ich habe die Balken schon mal vorgestrichen. Let's basteln! So, und zwar habe ich einmal eine Holzschutzgrundierung genommen, die schützt vor Pilzbefall und Fäulnisbildung. Und drüber habe ich dann eine ganz einfache, normale, natürliche Holzlasur. Das seht ihr auch, ja, es sind zwei unterschiedliche Farben. Das wollte ich nur gesagt haben, nicht, dass es vorher heißt Truppe. Warum sind die andersfarbig als die anderen? Achso, okay. Weil ich sehe jetzt schon die ganzen Fragen wieder. Jetzt ist natürlich so, diese Balken, die sind relativ schwer, diese Pfetten. Ja, das mache ich heute nicht alleine, ja. Nicht nur der Stapler kommt, sondern es kommen auch noch drei super Leute, zwei oder drei, die mir heute helfen, das Ding aufzumachen. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe leider auch keine Bauanleitung bekommen. Ja, wir werden jetzt schauen, wie wir das hinkriegen. Ich bin guter Dinge, aber jetzt müssen wir erst noch ein paar Sachen vorbereiten. Sonst habe ich da so höhenverstellbare Füße. Ich sehe einfach einen Nachteil drin, wenn ich diese Harbpfostenträger einbetoniere, denn danach kann ich nichts mehr verstellen. Und es kann ja sein, der Carport ist aus dem Wasser durch irgendwelche Fundamentunebenheiten. Wobei, wenn der Truppe ein Fundament aufbaut, ist es sicherlich nicht uneben. Witzig. Und deswegen wollte ich unbedingt diese Ausgleichsteile haben, weil es ewig gedauert, bis die kommen. An dem hing es nämlich auch, dass wir es zusammen machen können. Jetzt sind sie aber da und jetzt können wir auch endlich weitermachen. So, diese Pedix-Dinger, wie der Hersteller von diesen Teilen da heißt. Ja, das gehört übrigens so schief. Für die, die jetzt denken, Truppe, du schraubst es total schief rein, das gehört so. Die Schrauben kommen im Endeffekt so rein. Ja, nicht, dass ihr denkt, der Truppe ist zu blöd. Das gehört so. Truppe zu blöd, wer weiß? Truppe? Nee. Truppe ist garantiert nicht zu blöd für sowas. Der Truppe. Ich wollte den Checker. Ich wollte den Checker, der Truppe. Weißt du was, dann nehme ich meine andere Maschine. Ich habe immer so eine alte, das ist der alte, so ein Schwachsinn, den habe ich nie benutzt. Wenn man so ein Festool kauft, weil ich war mal gegen Akkuschrauber. Wenn man ein Festool kauft, die nehme ich eigentlich mal wieder nehmen. Weißt du, wenn ich bei meiner Mutter zu Mille Maschinen gefahren habe, ich für 400 Euro den Schrauber gekauft. 400. Kann die heute auch nochmal ausgeben. Also, zumindest für die Art von Schrauber. So, wunderbar. So, dann pflanzt man die ganzen Schrauben da rein, dass man dann... So, was ihr jetzt nicht wisst, ist, in 7 Tagen ist das Race, also das Let's Bustle Stock Race. Ja, wenn die Folgen laufen, ist das natürlich schon vorbei, das Stock Race. Aber ich habe jetzt natürlich einen enormen Stress, diesen Carport aufzubauen, weil der Carport, da läuft mir das Wasser aus dem Mund, der Carport muss stehen. Die Leute brauchen ja irgendwo, wo sie sich vor der Sonne schützen können, der Carport ist eingeplant. Das war jetzt echt noch richtig Stress und ich hoffe wirklich, dass wir das noch hinbekommen, den Carport vor dem Race aufzubauen. Also es muss gehen. Ob wir es hinbekommen, ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie? Ist immer die Frage, wie, nicht ob. Die anderen sind nur da, habe ich schon geschafft, einen Stapler festzufahren. Eine Truppe, weil ich schaffe es einfach so, den Stapler vor der Werkstatt festzufahren. Wie schön die Meise. So, Helfer sind auch schon da. Der Ernie hinter der Kamera, aka Allgäu Custom. Ja, war gerade zufälliger Zuschauer da, der fährt vorbei, jetzt war der zufällig Zimmermann, jetzt hat er uns noch ein paar echt gute Tipps gegeben, danke nochmal. Ja, wir tragen jetzt den Scheiß weg, das mit dem Stapler. Möchtest du helfen? Soll ich das tun? Ja, tun wir erstmal die Balken drauf. Also ist die Balken da auch? Ja, ja. Ah. Das ist ja aufräumen hier und dann geht's gleich heiter weiter. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump. Oh, what a fool. Get up again. Stronger than I ever been.
Ja. Komm, Fabi. Jo. Ah Gott, zack, normal. Hoch. Der Truppe, weißt du, todesmutig dreht er den 100.000 Kilo Balken alleine, weißt du? Das ist ein Pfundskerl, der Truppe. So, Ermi, was machen wir jetzt? Machen wir die Querspanne oben drauf? Ja, würde ich sagen schon, ne? Ja, leider haben wir vom Gartenland-Shop keinerlei Unterlagen bekommen, wie wir es drauf machen. Das heißt, wir müssen es irgendwie zurechtschätzen, aber das kriegen wir auch hin, oder? Auf jeden Fall. Also, auf geht's. Weißt du, ich überlege mir gerade, ob ich barfuß hier rumsteige, weil da hast du mehr Grip. Ja, ich weiß nicht, ob beides gut ist. Also Dachdecken gehen normal, wenn es regnet, immer aufs Dach. Hä? Da richtig Geld war. Also ein bisschen instabil haben wir beschlossen, ist der Carport schon, wenn da ein bisschen wackelst du, also bin ich auch mal gespannt, wie das wird, wenn da mal ein scheiße Wind kommt. Ich werde direkt an die Pfoten vom Arbeiten. Ja, das passiert mir nicht, oder? Das kenne ich gar nicht. Also komm, mach mal Päusli. Das sind bloß zwei Schalen. Ja. Ich auch für dich nicht gedacht. Ja, weil ich dir gesagt, ich will nichts. Ja Jungs, ihr könnt die Latten schon mal rauflegen. Gammeln da rum, da unten, du. So, jetzt fangen wir außen an, weil der Carport wird garantiert in winklig sein. Sonst steht es da über. Jetzt fangen wir hinten an. Hackert, der Wind, du. Ja, was sag ich da? Das ist ja wie ein Segel. Wie ein Segel. Aber ich mach's, glaub, Bahn für Bahn. Immer zwei, zwei, zwei. So macht's am meisten Sinn. Ja, ist natürlich bestes Wetter jetzt, ja? Schüttet wie aus Eimern. Natürlich alles andere als schön jetzt. Ich kann noch sagen, dass das kommt genau auf der Platte auf, weißt du, Hälfte. Wenn ich es gemütlich will, mach ich mir Lagerfeuer. Jungs, wir brechen ab, regnet. Hey! Ja! So, wir brechen jetzt ab, sonst wird der Stapler wird nass, der ist vom Nachbar. So, machen wir dann weiter, wenn es aufhört zu regnen. So, nächster Tag, nieselt leicht, ich muss jetzt das Dach aufmachen, das sind irgendwie so um die 400 Schrauben. Die Motivation ist wirklich sehr klein, aber die große Motivation ist, dass es Race bald ist und bis dahin muss der Carport fertig sein. Da gibt es keine Ausrede, deswegen muss ich jetzt wieder ran. Aber zum Glück hat der Mann die ein oder andere Leiter, dass ich wenigstens da hochkomme, weil das ist schon hoch. Das sage ich dir. So, es ist nur 235.000 Milliarden Kilometer Stunden das Dach festschrauben. Ich mach das mal kurz. Thank you.
Leute, was ist denn eine Arbeit, hey? Ich warte schon wieder auf die ganzen Kommentare von den Leuten. Meine Truppe, das ist ja gar nichts, ihr habt Haus baut. Ja, aber trotzdem ist es anstrengend, ob der Haus baut oder nur ein Carport. So, jetzt seht ihr aber, es ist da drüben alles frei. Jetzt habe ich aber hier leider vom Gartenland-Shop leider keinerlei Unterlagen bekommen, wie ich das zusammenzubauen habe. Also muss ich mir das jetzt alles so zurechtschätzen. Aber das kriegen wir auch noch hin.